Für Einheimische und Touristen gehören die Cafés einfach zu Paris. Im Winter kann man trotz Kälte draußen sitzen, denn die meisten Terrassen sind beheizt. Es ist schön, draußen zu sein, die Leute anzuschauen, die vorbeigehen. Das macht die Schönheit von Paris aus. Damit soll nun Schluss sein, wenn es nach den Grünen im Pariser Rathaus geht. Jacques Bouteau ist der Bürgermeister des 2. Arrondissements in Paris. Innen im Café ist es so gut wie leer. Die Terrasse ist voll. Das ist absurd. Gibt es keinen Winter oder Sommer mehr? 75 Quadratmeter beheizte Terrasse während eines Winters. Das bedeutet, so viel Kohlendioxid kommt in die Atmosphäre, wie wenn ein Auto dreimal um die ganze Erde fährt. Und zwar 13,7 Tonnen pro Terrasse pro Winter. Bei den etwa 12.000 beheizten Terrassen in Paris schießt die Zahl in schwindelnde Höhen. Wenn wir wirklich weniger Kohlendioxid produzieren wollen, dann müssen wir mit den großen Städten anfangen. Wenn Paris in 10 Jahren kohlendioxidneutral sein will, dann müssen wir mit dieser blödsinnigen Energieverschwendung aufhören. Und das ist eine davon. Dass die Terrassenbeheizung Energieverschwendung ist, darüber besteht keine Frage. Keine richtigen Mauern, da wird viel in die Luft geheizt. Die wirkliche Frage lautet hier aber, ist die Klimakrise jetzt so schwerwiegend, dass die Franzosen bereit sind, ihre kleinen Sünden aufzugeben? In der Stadt Rennes ist es schon soweit. Hier dürfen seit dem 1. Januar keine Außenbereiche von Cafés mehr beheizt werden. Gastronomen und Kunden klagen. Drinnen darf man nicht rauchen. Okay, das ist normal. Also sitzen wir draußen und wir hätten gern ein Minimum an Komfort. Das gibt es jetzt aber nicht mehr. In Paris zumindest sind für diesen Winter die Terrassen der Cafés noch beheizt.